Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brickforce. Dieses Mal wollte ich mal kurz so ein kleines Review machen, so zwischendurch, weil ja schon ein paar Wochen keine Brickforce mehr kam. Aus dem Grund, weil ich habe nie wirklich so richtige Runden gefunden, jetzt so zum Aufnehmen. Und ja, dann tut es mir schon leid deswegen. Und so nebenbei, wie ihr seht, habe ich eine neue Maske zum Beispiel. War ja letztens kam ja das Brick Ranger Set in Shop und momentan sind ja gerade die Horseshoe-Vorseher und die Walze-Vorseher drin. Und ich muss sagen, die Walze-Vorseher ist nicht wirklich besser als die schicke Walze, die ich habe. Ja, also von den Werten her ist die eigentlich also so besser, auch von der Reichweite. Aber die Walze hat, sagen wir mal so, nur 35 Schuss, die hat nur 75 Schuss. Also die schicke halt und ja. Die trifft, sag ich mal, vom ja, Fadenkreuz aber zwar besser, aber ich habe halt mehr Schuss. Halt. So, ich habe mir da die Horseshoe geholt, die ist ganz nett mit den 38 Damage dann Max ab und die 10 Schuss, die rauskommen. Muss man sich zwar ein bisschen am Anfang so gewöhnen, aber nach einigen CW meinten auch, die sei unfair, obwohl es eigentlich hat er sich eigentlich nur beschwert, also eigentlich ist er nur eine Pistole. Also so OP ist die nicht, er muss halt nur treffen. Ja, ich kann mal so ein kleines ja, Inventar voll wieder machen, weil es ist schon wieder einiges wieder dazugekommen. Wie die Horseshoe-Vorseher jetzt halt und die Justiz sehr selten, die ist jetzt momentan auch im Shop. So wie hier kann man sie auch Premium kaufen wieder. Also für die Leute, die auf Steam spielen, können sie halt das Premium holen jetzt. Und gibt halt das unter anderem jetzt das Onkel Sam Outfit, die Helge selten, die ich nicht so gut finde. Die Indianer-Sachen und die Muchacho-Sachen. Ja, ich habe mir halt so ein, zwei Kleinigkeiten geholt, so. Und dann am Justiz selten, wie ihr gesehen habt. Und ja, was gibt's noch Neues in meinem Inventar? Genau, die Schallflinte. Es war ja letztens Montag bis Freitag gab es ja die so drei Skyfall-Waffen. Einmal die Seitenschutz Sturmgewehr A2S und die normale Tachyon-Blaster. Und die Isis und dann nochmal die XN20 Schallflinte. Ich muss sagen, die Feuerrate ist echt nice. Ist für ja, Nahkampf und mittlere Distanz gut geeignet, aber auf Fernkampf triffst du selber keinen Schuss mit dir. Kannst das Fadenkreuz noch so auf den drauf halten, dann triffst du keinen Schuss aus Entfernung. An sich ist eine nette Shotgun. Ja. Weiteres Neues gibt's eigentlich nicht, außer jetzt die Puma X. Die hatte ich durch ein so Kaltschuss war jeden Tag mal so glücklich, hat irgendwie 35 kurz einfach mal einen Chat rausgehauen hat und hat dafür, also für die Community, 50 Euro ausgegeben. Und dann habe ich wenigstens einen Code abgestaubt, da war halt die Puma X dabei. Das Grabius habe ich immer noch für Weihnachtsgelände. Und ja, halt die weiße Bullpup, habe ich ja glaube schon mal gesagt. Oder auch nicht, weiß ich jetzt nicht so genau. Bei den Outfits her habe ich mir das Uncle Sam Outfit mal geholt gehabt. Natürlich unnach, weil es bleibt dann mehr so eine Fanrüstung für mich dann. Ja, Maschinima-Outfit, das kennt ihr ja glaube ich schon bereits aus dem Video. Und die Panda-Mütze. Das Panda-Outfit gab es auch im Shop, aber nicht vollständig. Da gab es nur die Mütze. Und den Rucksack, glaube ich. Mehr gab es da glaube ich nicht. Ja, und bei meinem Zubehör halt die Brick Ranger-Maske, die jetzt kam noch. Und da haben wir die Muchacho-Flasche geholt, die wollte ich auch noch. Da war ich fast fertig mit Upgraden. Wo ich dann aufgehalten. Ja, den Muchacho-Schnurrbart habe ich so aus einem Prinzip geholt. Sieht nicht so schlecht aus. Und ja, den Umhang kennt ihr mittlerweile mit den 105% XP, wenn man die Max ab hat. Oder wenn man die Max abkauft, hat er nur ja, 5% XP, aber dafür 25% Fallschutz reduziert. Ja, schwarze Maske, Brickman-Maske und ja, das war's auch schon dazu. Ansonsten kam ja eigentlich nichts mehr dazu. Und das Panda-Paket habe ich noch gewonnen gehabt aus den Codes von Cultures. Boah, ein neues Set mal für mich und das behalte ich auch. Ich meine, sicher bringt es mir jetzt nicht, das jetzt einzulösen, aber ja. Ganz nett nebenbei. Und ich habe schon Hälfte an Coins und habe schon weniger als eine Million Force-Punkte wieder. Ich habe gestern 100.000 ausgegeben. Einmal für die Justiz sehr selten und einmal für das ganze Outfit noch und
Vorschule auch die Steine und alles und das macht schon die Forstpunkte relativ weit unter. Ja, das war's dazu und ich werde dann, ich hoffe, ich werde demnächst mal eine richtige Folge wieder rausbringen und das war jetzt nur so ein kleines Let's Play so nebenbei. Nur damit ihr wisst, dass ich noch dabei bin am Breakfast Videos. Nur dass es halt nicht immer ganz einfach ist. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.